Ah, Marius. Endlich finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... war der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Oh, ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träumte, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen, ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. War mir der Böse aus meinen Träumen gefolgt? Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Eigenen Dämonen gejagt, sie mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Als ich es sah, war ich überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in dem Wanderer geboren worden?
Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Guten Tag. Guten Tag. Yay, damit willkommen zu Diablo 2. Ich spiele eine Magierin, das wird ein Story-Let's Play, ich werde also wahrscheinlich nicht alles plätten und so weiter und so fort, aber wir springen jetzt einfach mal in die Geschichte von Diablo 2 nach dem geilen Intro. Moose, reden wir mal mit Varith. Seid gegrüßt, mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Okay, aber ich rede natürlich mit allen, ja? Muss. Hallo, ich bin Chasi, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Okay, cool. Oder? Nicht wirklich. So, wen haben wir da? Guten Tag auch. Ich bin Geet. Und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Ach ja? Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. Wenn die Leben lang halten, warum dann nur 2 Tage Garantie? Zwielichtige Gestalt auf jeden Fall. So, da ist noch jemand. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Yes. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Alles klar, aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Und Akara so, spirituelle Führerin. Seid gegrüßt, junge Zauberin. Es ist gut, mehr von euch in diesen dunklen Zeiten im Einsatz zu sehen. Meiner Meinung nach braucht die Welt mehr Frauen, die gegen den großen Schatten kämpfen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Toll. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Damit. Ich kann es noch nicht glauben. Aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen und wir werden euch ewige Treue schwören. Ja, kriegen wir ja wohl hin, ne? In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen.
Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Okay, gar kein Problem, Alte. Suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers. Okay, das machen wir direkt. Und dann, da geht's raus. Werden wir das Vertrauen von ihr zumindest schon mal bekommen. Das Böse soll sich vorsehen. Ganz genau, das Böse soll sich definitiv vorsehen. Wenn ich hier am Start bin, ja. Allerdings sehe ich gar kein Böses momentan. Fail. Jo, Schrein der Erfahrung. Gut, jetzt bräuchte ich mir nur noch was zum Töten. Hä? Hä? Irgendwas? Fun anyone? Hey, wo sind die denn alle? Toll. Ah, da. Jawohl, mitnehme. Mitnehme. Na komm, da. Okay. Schrein des Füllens. Gut, wir haben ja schon mal Level 1 Feuerblitz. Der ungefähr nichts trifft. So. Nice. Nimm das mit. Jawohl. Na, auch. Was? Komm, komm her. So. Der mächtige Ort des Bösen. Schade, hab nur einen erwischt. Gut, die Level 1 Gegner, glaube ich, sind nicht ganz so gefährlich für uns. Oder zumindest auf der ersten Map die Gegner nicht. Mana-Trank. Cool. Da bist du ja, Rakashishu. Nix Rakashishu. Schärpe. Zack, bam. Komm, nimm alles mit. Weil ich denke, dass sie das doch jetzt schon ausrüstet. Stärke 12. Scheiße. Oder auch nicht. Weil wir jetzt Stärke 12 ja noch nicht mal haben. Aber gleich. So. Stärke. Gut, gehen wir direkt auf 15, weil dann können wir das Ding zumindest schon mal anziehen, auch wenn wir nichts zum Reintun haben. Ah ja, und auf Wärmeskillen. Definitiv. 30% schnellere Mana-Regeneration. Ja. Dann können wir ja auch mal mehr raushauen. An Zaubern. Great. Hast gedacht. Aber du entkommst mir natürlich mit. Schlüssel brauchen wir wieder für alle Kisten hier. Da. Und you dead. Klar. Wir haben jetzt eine Schärpe an. Dementsprechend, jo. So sieht das besser aus. Im Gürtel, dann haben wir wenigstens auch Mana da drin. Weil wir nämlich bald keins mehr haben. Immer noch keine Höhle zu sehen hier. Lederhandschuhe, egal. Mitnehme. Bam. Vorbeigeschossen, ich glaub's ja wohl nicht. Oh cool, nichts.